Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Karte in Thüringen. Wir fliegen gerade aktuell auf Feld Nummer 48, 49 und 12. Das Sauwetter macht es zu schaffen. Aber wir müssen mit durch. Jetzt werden wir gerade mal die Seemaschinen auffüllen. Hoffe, dass die anderen das fertig kriegen jetzt. Auf Feld Nummer 60 ist ja auch schon was durch. Das heißt, immer Dünger auffüllen und Saatgut. Und entsprechend vorbereiten, dass wir näher gleich loslegen können. Und ja, und genau, ne? Ja, hier ist der Kaltlager. Was da hinten ist, weiß ich jetzt auch nicht. In der Halle. Keine Ahnung. Was wir da holen können, weiß ich auch nicht. Den Tank da. Vielleicht Flüssigdünger? Unwahrscheinlich. Gärreste, die haben wir hier. Naja, schauen wir mal näher, was wir alles machen können. Ne? Wird ein sehr nasses Frühling, Wetter. Da sind Dünger rein. Hier können wir tanken. Ob wir nun hier bezahlen oder einfüllen müssen, ich glaube eher bezahlen. Aber ich habe für den Fall des Falles hier. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder Wasser können wir auffüllen, das kann auch sein. Hier ist Saatgut und Dünger zum Einfüllen. Also sobald wir irgendwo Saatgut herstellen können, das ja technisch schon möglich ist. Aber Dünger herstellen, das kann ich zwar auch. Aber nur weil er eine andere Produktion schon gibt. Nur noch einiges nacharbeiten hier auf Feld Nummer 12. So. Dazu machen. Na. Nie aufklappen. Na ja, gut. Das habe ich schon öfters gemacht. So, jetzt mal hier hinstellen. Oder fahren wir gleich zum nächsten hin. Also Gras werden wir jetzt hier nicht aussehen. Hier war Dings drauf. Soweit ich weiß. Ölrettich, dann werden wir hier entsprechend Gerste aufbringen. Das heißt, Gerste, das stellen wir gleich mal ein. Damit das nicht vergessen. Mal einen Blick rein riskieren. Ja, eine Halle. Und was hier drin kommt. Gut, eine Halle können wir hier auch machen, aber es sind mehrere Silos. Und hier können wir auch einlagern. Aber was kommen wir hier? Kommt hier rein? Das ist jetzt die Frage. Mischfutter, Stroh. Dann eine kleine Halle.
Das muss ich auch noch herausfinden, was hier in den Silos drin ist. Denn da unten ist ja Getreide und etc. Aber, so, das müsste auch noch bald fertig sein mit Weizen. Ich sehe gerade, der Hund, der kauft ein. Der Hund, sag ich mal so, ne? Ich muss auch noch umstellen. Ja, nichts kaufen. Katastrophe. Ich tank voll mit bezahl das im Prinzip im Bar und der holt fleißig schön raus. Und na gut, mal wieder auf, ne? Ja, C und X sind dicht zusammen, das geht mal ganz schnell. Tja, das ist natürlich jetzt blöd, auf uns sein. Wie klingt schon Nacht, stelle ich gerade fest, es wird so dunkel. Die Aussaat vorbereiten. Für Feld Nummer 48 und 49. Einer schon da. Wenn wir noch einen zweiten haben. Dass wir den gleich nehmen dafür. Was war da eingesät? Sagen wir für 49 sieht aus nach Raps. Da können wir auch Getreide nehmen. Was war da? Sonnenblumen, ne? Das passt. Dann können wir Hafer nehmen. So, Hafer, Hafer, Hafer. Und wieder zurückgehen. Dann kommt die Hafer. Na, Kartoffel nicht. Mais auch nicht, Raps auch nicht. Hafer. Na, da rein, ne? Tausend Lohnzahlungen. Ja, die Zeitlieferung auf 1 dadurch dauert länger. Und dann ist auch mehr Lohn fertig. Prost. So, dann fahren wir den mal auf Nummer ja, 49 oder 48. Ist erstmal egal. Blocking. Na, vielleicht befreit er sich von alleine. Aber hier ist deutlich besser geworden. Also von der Ebenheit. Traktoren springen nicht mehr wie sonst. Ich meine, Plattenweg war noch nie eben gewesen. Ein Plattenweg kann sie auch entsprechend über die Jahre sich entsprechend verschlechtern, abhängig vom Boden, ne? Und wie gut das verarbeitet wurde, Unterbau etc. Ups, bin zu schnell. Wir müssen mal gleich schauen, was der andere macht hier. Das müsste hier vorne sein. Da hinten.
Der ist fertig. Ja. Wir müssen eigentlich kontrollieren, ob wir was nacharbeiten müssen, zu den Ecken. Dann haben wir Tag 1 die ersten Felder fertig. Und morgen machen wir halt. Ja. Die müssen wir pflügen, wenn wir fertig werden. So, wenn wir noch vorne nicht hochheben. Hinten. Senken. Da hängt da ein Baum. Obwohl nicht so viel. Ein bisschen mehr. Ich meine, hier in der Ecke, da muss eh nicht so genau sein. Weil im Dreschen kommt er sowieso nicht dahin. Aber hier in dem Bereich wollte ich noch ein bisschen nacharbeiten. Denn falls wir da bei geraden Feldern wäre das Problem nicht gewesen, aber wir haben halt natürliche Felder, sagen wir so. Und da ist es auch vollkommen okay, dass wir hier ein bisschen nacharbeiten müssen. Und hier ist fast nichts. Überlegt, dass wir da hinten mal ein bisschen mehr. Und hier ist fast nichts. Hier ist ganz schön Leistung Einbrüche. Naja, gut. 29, 28 FPS. Das geht noch. Hauptsache bei der Aufnahme ist es ein bisschen besser. Gut, ich habe ein bisschen Reserve habe ich noch. Mal gucken hier, die Grafikkarte ist bei 33%, das geht. Ach, der gute Baum ist hier da. Den muss ich auch wieder wegkretschen hier. Denn der macht mir Probleme. Aus Erfahrung. Also wir haben ganz schön Regenwetter hier, muss man so sagen. Ne? Also das ist schon halt Unwetter hier. Ach, der Blinker geht. Bin ich gegengekommen, gegen Falter. So, dann wäre Feld 60 fast fertig. Passt. Jetzt haben wir noch 3 Felder zur Aussaat. Aber die 3 werden noch immer noch gepflügt. Und wir müssen noch auf Feld Nummer 38 pflügen. Und ich überlege da, ob ich da vielleicht Mais. Mais wäre eine Option, ne? Das ist schon heftig der Regen. Oh je. So, wow und X zusammenklappen. Jetzt gehen wir gleich auf Feld Nummer 48 oder so. Sollte ja bald fertig sein. Also das nenne ich mal ein bisschen unwettermäßig, ne?
So, dann muss ich noch ein Ding kaufen. Habe ich das nicht gekauft? Und das hier muss nicht. Diverses. Das wollte er kaufen. Unser Messgerät für den Boden. Ja. Das ist schon sehr nass. Gut, dann mal nächsten Fahrzeug gleich nehmen. Der ist ja fast fertig. Der ist auch fleißig bei. Der auch. Dann brauchen wir den nächsten für Feld Nummer 48. Ja, das ist schon heftig, ne? Was hat er morgen angesagt? Morgen früh um 6 Schnee? Dann hätten wir noch gefehlt. Also alles weiß wird nachher. Und dann haben wir. Naja, Problem haben wir keins, aber. Dann fällt die Aussaat aus. Aber wir müssen noch etliche Fahrzeuge zum Hof fahren. Mähdresche und Pinose für die Wälder. So. Kapit alle drei, müssen wir wieder sehen. Weizen. Was kommt da an rein? Hafer, ne? Dann machen wir auch Hafer. Das ist dann erntetechnisch besser. Beide Felder nebeneinander, Hafer. Dann können wir da entsprechend leichter abfahren. Wo ich mir genau überlege, wenn wir ein Feld fertig machen mit zwei Drescher und dann im nächsten Feld, das macht sich leichter. Das haben wir letzten Mal. Wenn es immer gut läuft, ist gut, dann hast du keine Probleme, aber wenn es nicht läuft und man eingreifen muss, ist es immer schlecht. Das Wetter so ressourcenfressend. So, Richtung 48. Wenn wir jetzt hier nur Mastrinde haben, was müsste man vorne mal nachlesen, dann liegt es bald nahe, dass wir auf Feldnummer 47 kaufen und den Hof. Und dann werden wir da die Milchkühe anschaffen. Das heißt, zuerst Milchkühe und dann nachher die Kälber hierher. Aber das ist immer so, erstmal ist es so, dass wir ein Sauwetter. Aber die Kühe schauen wir uns erst an, wenn wir in der Feldarbeit fertig sind. Dass wir an der Arbeiten dann auch kümmern können. Da kommen wir nicht hin. Diese Bäume, da kommen wir nicht durch. Aber die Kurve liebe ich hier. Meistens fahre ich zu schnell rein und dann geht das mal gleich schief. So, das ein auf. Jetzt bin ich etwas. Oh. Jetzt haben wir zwei Fahrzeuge hier. Macht nichts, dann ist gleich ein anderer für 38. Ist ja auch nicht tragisch. Dann haben wir hier drei Flüge frei. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich bin gerade vielleicht vorbeigefahren an der Kreuzung.
Fahren wir über den Acker, aber haben wir nicht gesehen, haben wir nicht gesehen. Dann seid mal Füße und winke, winke. Ciao, ciao. Schaut doch morgen wieder rein. Da seid mal Schüsse wegen nochmal, ne? Ja, ne? Tschüssi.